Ja, also erstmal vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Nenn mich doch bitte Eva. Klar, gern. Eva. Eine Freundin hat mir erzählt, dass du so schön pitchen kannst. Ach so, nee, ich erzähle nur einfach gern Geschichten. Und jetzt suchst du jemanden, der dir diese Geschichten ermöglicht? Ja, klar. Ja, gut. Dann erzähl mir doch mal deine neueste, deine wildeste Idee. Es kommt demnächst ein neuer Sender nach Deutschland. Die wollen wir mal mit etwas andersartigem Material versorgen. Also meine wildeste Idee, das wäre wahrscheinlich, dass wir bringen die Band zusammen. Das klingt interessant. Worum geht's? Dazu müsste ich auch aufstehen. Entschuldigung. Also, alles okay? Ja, ich bin ja aufgewachsen mit diesen Filmen aus Ende 70er, Anfang 80er, diesen Klamautfilmen. Also, kennen Sie, du, Eva, kennst du ja bestimmt auch was wie Sunshine Reggae auf Ibiza mit Kyle Dye. Und meine Idee ist, dass es aus der Zeit gab es halt ganz viele Filme. Ja? Wie wäre es, wenn man all die Typen, die damals irgendwie da mitgemacht haben, Jürgen von der Lippe, Habe Kerkeling, Otto Waalkes, ja, eben genau, Kyle Dye, diese ganzen Typen nimmt und die versuchen sich gegenseitig quasi irgendwo in Deutschland zu finden. Die fahren dann peu à peu rum mit so einem kleinen gelben Auto als Reminiszenz an Dudu und versuchen die Band wieder zusammenzubringen. Genau wie bei Blues Brothers, ja? Nur, dass es eben auch so ein Best-of der ganzen Typen aus den 80er, 70ern ist. Also so quasi auch wie bei Expendables, ne? Die nehmen ja auch einfach so 20 Action-Stars, zack, in einen Film. Also da ist ja auch mehr ist mehr. Und genau das eben auch machen, aber nur mit diesen Trash-Typen. Klar, einige gibt es natürlich schon nicht mehr, leider. Sowas wie Harald Junke, ne? Also totgesoffen und Scheiße. Aber egal, man könnte das einfach so machen und das wird dann so eine gigantische, richtig geile Kiste. Und du könntest jeden Typen, der damals um was gemacht hat, noch mit durchlaufen lassen. Hier, Thomas Gottschalk, Mike Krüger, zwei Nasentanken, super, zack, sind die da und machen die schlechtesten Dialoge aus ihren eigenen Filmen. Oder du könntest die dicke, wie heißt die, Cindy aus Marzahn, die nimmst du und die zitiert die ganze Zeit aus Zärtliche Chaoten Teil 3 und macht dabei komische Geräusche. Das ist wunderbar komisch, das ist ganz großartig, wirklich köstlich. Ja gut, also als Komödie war es jetzt eigentlich nicht gedacht. Und so witzig ist es auch nicht, weil ich meine, das ist ja nur eine Konzeptidee. Ja, aber das Buch steht ja nicht. Also die Förderung, die würden wir über 4 Bundesländer beantragen. Also, ja, wenn, das ist kein Problem. Wenn die Band suchen, die kommen ja rum. NRW, MacPom. Hm? Und Roadmovies mag ich auch nicht, das ist mir einfach viel zu deutsch. Nee, kein Problem, aber während wir das Projekt vorbereiten, wollte ich dich eigentlich um einen anderen Gefallen bitten. Was denn für ein Gefallen? Ich hab da ein Drehbuch. Da wollte ich dich bitten, ob du mal einen neuen, frischen Blick drauf werfen könntest. Ja klar, sicher. Gerne. Was denn für ein Genre? Was fürs Herz. Und um was geht's? Eine Witwe möchte auf Usedom ein kleines Hotel halten, das sie geerbt hat. Da kommt ein Geschäftsmann, der das Hotel kaufen und umgestalten will. Sie bekämpft den Geschäftsmann. Dann verliebt sie sich in ihn und am Ende bringt ihre Tochter die beiden zusammen. Na, was meinst du? Da habe ich jetzt gar keine Ahnung, ob ich da der Richtige... Ja, wenn man etwas erreichen möchte, muss man auch was anderes bedienen können. Kannst du das? Nö. Nö, kann ich nicht. Du sollst doch einfach nur mal drüber gucken. Nö. Nee, aber ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, es ist ja auch nicht spät. Wir müssen die Band wieder zusammenbringen. Das klingt echt toll. Mit den heutigen Möglichkeiten könnte man einen Gastauftritt von Heinz Erhardt generieren. Du meinst Heinz Erhardt? Entschuldige, dass ich so spät bin, aber in der Firma war noch ein bisschen was los. Schau mal, diesen Shampoos habe ich aus dem Kühlschrank meines Chefs geklaut. Ja, geil. Warte mal kurz. Schade, dass ihr hier auszieht. Ja, aber es ist ja nicht weit weg und deine Wohnung ist einfach größer. Wie lange kennst du den jetzt eigentlich? 2 Monate. 2 Monate. Ich weiß, aber ich bin einfach so... glücklich irgendwie. Du bist verliebt. Ach, nein. Das kannst du nicht sagen. Nein, du warst.
Und dann sagt dieser Blödmann zu mir, wir machen das jetzt. Und verlangte von mir, dass ich ein blödes Konzept für so eine Japan-Show in Deutschland schreibe. Okay, Donner Lippchen mit Jürgen von der Lippe ging ja schon in die Richtung. Aber die Japsen sind noch viel heftiger drauf. Na, jedenfalls mache ich mich da an alle Einzelheiten, bastel mir was zusammen. Und dann taucht diese Socke von Chef heute noch nicht mehr im Büro auf. Die ganzen letzten Tage nicht. Dabei hätte ich sogar schon Promi für unsere Pilotenfolge. Sie hat heute Mittag zugesagt. Rebecca aus Rebecca die Räuberin. Rebecca. War mal meine Lieblingsserie. Echt? Rebecca. Toll. Diese Show, die du da hast, das Showkonzept, das japanisch ist. Eine interessante Idee. Meinst du echt? Ich kenne mich aus mit diesen Shows, aber die Promis müssten mitmachen und nicht nur den Schiedsrichter spielen. Die sollen auch auf der Bühne um die Wette onanieren? Das machen sie doch sowieso die ganze Zeit. Ach so, okay. Ich habe eigentlich keine Ahnung, ich habe keinen Fernseher. Wusstest du eigentlich, dass ich auch mal in eurem Verein mitgespielt habe? Echt? Krass. Wann denn? Ach so, ja, kann sein, aber dann bist du früher gegangen. Hält ja in dem Laden noch keiner länger aus. Was macht Shorty also? So, so. Was hält denn der Gorbeiter davon? Ach, Jensi. Der ist doch schon seit Ewigkeiten nicht mehr aufgetaucht. Ich persönlich glaube ja, der hat sich nach Südamerika abgesetzt. Das kann man nicht wissen. Vielleicht ist er schon näher, als du denkst. Hat Michi dir eigentlich schon gecheckt, dass er auch beim Fernsehen arbeitet? Ja, ich habe da schon sowas rausgehört. Ich bin nichts Besonderes, ich bin nur so eine Art Trüffelschwein. Und wenn ich so eine Idee wie deine höre, dann schlage ich volle Kanne an. Und wie macht so ein Trüffelschwein, wenn es anschlägt? Oh, Trüffelschwein, da habe ich auch noch einen. Trüffelschwein, Trüffelschwein, wir wollen das Trüffelschwein. Trüffelschwein, Trüffelschwein, Trüffelschwein. Meine Klienten verstecken sich an allen möglichen Löchern, aber das hier? Ich habe Shorty erwartet. Muss ich mir Sorgen machen? Die Delegation hat sich etwas verkleinert. Herr Meyer Jakobsen ist leider verhindert. Er baut mit seiner Freundin eine Mühle um. Bitte, was macht ihr? Eine Mühle. Tja, was Frauen so alles bewegen können. Wir haben dich vermisst. Ich euch nicht. Was ist denn das hier? Das ist ein Film- und Fernsehmuseum. Ja, Hamburg hat tatsächlich sowas. Weiß bloß kaum jemand. Hier lagern tausende von TV-Formaten und Filmen. Hammer, oder? Man muss nur zugreifen. Das Ganze mixen und was Neues draus machen. Eine Prise Peter Alexander, eine Ladung Peter Frankenfeld oder Kuhnkampf. Und schon hast du ein feines neues Format für eine Abendsendung. Mir genug gelabert. Ich will nur eins von dir hören. Läuft der Laden wieder? Ist alles in Ordnung? Wir haben ein paar Rechnungen zu begleichen, aber ansonsten hat Shorty den Laden laufen lassen, oder? Genau. Du hast etwas zu früh die Nerven verloren. Aber das passiert jedem. Naja, nur, dass jemand so früh zurückkommt, das ist neu. Kann ich zurück und mich ins gemachte Nest setzen? Ja. Gut. Aber jetzt erzähl mal, was ist das für eine Scheiße mit dem Makler? Wir wussten von nichts. Sie haben es einfach abgewandelt und deswegen werden wir auch nichts unternehmen. Sie hatten einfach nur dieselbe Idee. Ich denke auch, dass es nicht um das Format geht, sondern das ist ganz klar eine Kriegserklärung. Können wir sie an den Eiern kriegen? Ich sehe das nicht. Du bist Jurist? Sei mal ein bisschen kreativ. Ach, Jens. Ich hab's ja schon gesagt. Die haben der Show einen neuen Namen gegeben, haben den Inhalt verändert. Aber es ist überhaupt nichts Innovatives, nichts Neues dran. Das gab's schon tausendmal. Ich sehe da überhaupt keine Chance. Okay, die Klage steht. Aber ich denke nicht, dass wir da einen Cent noch rausführen. Na gut. Das Format war und ist sowieso Unsinn. Sollen Sie sich den Makler hinschieben, wo Sie wollen. Was wir jetzt brauchen, ist eine neue Idee. Sag mal, hörst du noch die Einschläge? Weißt du eigentlich, was du die letzten Wochen hier veranstaltet hast? Svenja und Shorty haben sich für deinen Laden hier ganz schön verbogen. Jetzt hör mal auf mit der Scheiße, Mann. Mit der Scheiße? Du hast mit deinem Plan. Plan? Ich kann es schon gar nicht mehr hören. Du hast mit deiner Gier den ganzen Laden an die Wand gefahren. Und jetzt soll alles wieder plötzlich gut werden. Die Dinge haben sich verändert. Ich brauchte einfach meine Auszeit. Außerdem hast du mir nicht zugehört. Ich sagte, ich habe einen Plan. Was ich brauche, ist jetzt einfach nur irgendeine neue Idee. Ein Konzept. Konzept? Wer sollte doch etwas von dir abkaufen? Ha? Es gibt einen neuen Sender. Der sucht neue Formate. Also ja, der muss Programm füllen. Der muss 24 Stunden am Tag Oma Plaschke und ihre Enkel bespaßen. So, und jetzt bist du dran. Ich hätte da was. Also so ein Format. Was hast du für ein Format? Was Großes. Was richtig Großes.
Wenn wir Glück haben, kriegen wir sogar die ARD mit ins Boot. Ich meine, an die Gebührengelder wollt ihr immer ran. Schieß los. Okay, Primetime. Eine Show, denk an Big Brother, an das Dschungelcamp. Ich habe mich davon den Japanern inspirieren lassen. Ist ganz einfach zusammenzufassen. Erniedrigung um jeden Preis, Perversion, Körperflüssigkeiten. Wir haben alles ins Konzept gepasst, was das Internet hergegeben hat. Und ich habe sogar schon einen Promi dafür. Die macht mit. Und damit wollt ihr an die ARD. Ihr habt doch ein Rad ab. Ja, aber es klingt geil. Was sagst du? Und solange die Konkurrenz nichts davon weiß, ist alles okay. Ich möchte euren Optimismus ja nicht ausbremsen, aber über kurz oder lang brauchen wir Geldfluss. Und wenn meine Rechnungen nicht gezahlt werden, bin ich der Erste, der dich pfändet. Wir werden diese Geschichte so billig produzieren wie nur irgend möglich. Wir werden Weltrekorde aufstellen. Wir kommen ins Guinness Book. Und Jo und Michael werden sich dabei in die Hose kacken. Und jetzt lasst uns Asche treten! Ja, wer ist auch so blöd und erzählt sowas der Konkurrenz?